Nicht wundern, wir sind halt immer noch am Einziehen. Es gibt unglaublich gute Neuigkeiten. Lara kam gerade zu mir rein, als ich am Computer gesessen habe und hat erstmal mir mitgeteilt, und das war wirklich schon nach einem Nervenzusammenbruch und allem, dass sie jetzt endlich die Note hat vom Master. Trommelwirbel, 1,0. Das ist wirklich unfassbar, und ich gehöre zu den Leuten, also alle, die jetzt schon ein Studium gemacht haben oder machen oder einen Master oder einen Bachelor gerade machen, die wissen, wie heftig sich das dann, also könnte ich das irgendwie vorstellen, ne? Oder sich da besser reinversetzen als ich. Aber es ist wirklich unfassbar. Ich bin immer so die Art von Mensch, ich kann nicht so leicht die Freude ausdrücken. Ich freue mich dann, aber es gibt ja auch die Leute, die weinen vor Freude und allem drum und dran, aber das ist bei mir halt leider nicht der Fall. Nun gut, also der Plan ist jetzt, wir gehen was frühstücken. Daraufhin erstmal, weil man kann sich jetzt nicht einfach zu Hause hinsetzen und naja, einfach nur nichts tun oder Brot essen und so. Gönnen uns jetzt was und ich sag erstmal bis nachher. Dem ganzen Arbeiten heute bin ich echt wieder gut vorangekommen, konnte sogar noch in Absprache die Videos hochladen, warte jetzt auch noch auf Feedback, sodass wir dann direkt weitermachen können. Und jetzt kommt noch eine gute Sache, die ich jedem empfehle. Ich weiß, probiert es einfach aus. Es ist nicht leicht, sich dem anzueignen, Gewohnheiten zur Routine zu machen und irgendwann am besten darüber, über die guten Dinge nicht mehr nachzudenken. Aber ich packe mir jetzt zum Beispiel schon für morgen die Sporttasche ein. Ich meine, für manche ist es normal. Ich habe es eine längere Zeit auch schon gemacht, jetzt eine längere Zeit auch wieder nicht. Vor allem mit dem Umzug und sowas nicht. Deswegen, ich packe mir jetzt eben meine Tasche, schon mal für morgen, nehme die mit zur Arbeit. Ich bin von morgens, ich mache diesmal wieder 3 Schichten, bis zum Nachmittag bin ich dann bei Picknick arbeiten. Ich weiß erst später wieder bis wann, 15.30 Uhr oder so, und werde dann direkt trainieren. So ist der Plan und erstmal eine gute Nacht. Ich habe jetzt erstmal die 3. Schicht, ich habe jetzt 2 schon fertig und ja, bin dann in 2 Stunden auf dem Weg ins Gym. Habe auch noch meine Pre-Workout-Mahlzeit extra vorbereitet und hier und mitgenommen. Also mein Porridge. Mir liegt ziemlich nicht schwer im Magen. Achtet ein bisschen, wenn ihr, weil da sind halt mehr Ballaststoffe drin bei Haferflocken. Wenn es euch zu sehr im Magen liegt, wenn ihr irgendwie sowas vor dem Training esst, dann erhöht den Abstand. Also zum Beispiel von 1 Stunde auf 1,5 oder so erstmal. Und schaut, ob das funktioniert. Ansonsten müsst ihr eine andere schnelle verdauliche Kohlenhydratquelle nehmen. Kann ich so als kleinen Tipp nebenher geben. Und jetzt fahre ich erstmal los. Meine nächste Realisierungsintention für heute, wie auch sonst immer, jeden 2. bis 3. Tag fürs Gym zum Beispiel, ist immer, mir eine feste Uhrzeit zu setzen. So wie jetzt nach den sogar 3 Schichten bei Picknick. Und zu sagen, ich gehe nach der Picknickschicht, also deswegen setze ich mir keine feste Zeit, weil das auch mal variieren kann, aber man kann sich das ja quasi bauen, wie man möchte, wie es ins Leben passt. Und ich sage mir, jetzt nach der Picknickschicht gehe ich auf jeden Fall ins Fitnessstudio. Wie habe ich es mir einfach gemacht? Ich habe meine Pre-Workout-Mahlzeit dabei. Man kann sich auch einen Riegel einpacken oder ein Isoclear, irgendwas halt, was einem quasi ein paar Proteine und eine gute Zufuhr liefert schon mal. Und ja, im Anschluss packe ich mir dann auch direkt noch die Sportsachen ein. Und damit habe ich eigentlich schon das gesamte Paket und muss nur noch dahin fahren. Und ganz ehrlich, wer dann noch umdreht und nach Hause fährt und sich denkt, ach, mache ich morgen, der ist noch nicht so weit. Der ist noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, ich ziehe das auf jeden Fall durch und ich meine es ernst mit mir. Also man muss mit kleinen Dingen anfangen. Man muss nicht komplett alles machen, wie ich es bereits mache oder wie ich schneller aufnehme, weil ich schon ein paar Sachen quasi gemacht habe. Aber ich kann es halt immer empfehlen. Auf jeden Fall geht es für mich jetzt trainieren und dann nach Hause. Ich habe mich gerade einfach gewundert, warum mein Training nicht record, also aufgenommen ist. Und da hat sich herausgestellt, ich habe es einfach letztens gar nicht beendet und da steht einfach 72 Stunden. Holy shit, Mann, das war viel zu viel. Naja, ich habe jetzt wieder Neues angefangen, also immer wieder neu im Verlauf in der App, die ich benutze. Wenn ihr mal Fragen habt, welche App ich benutze, einfach anschreiben oder kommentieren, dann gebe ich es euch weiter. So, fertig mit Duschen. Lara hat natürlich wundervollerweise das Essen fertig gemacht. Ich freue mich extrem darauf und ich zeige euch direkt, wie es aussieht. Das ist einfach ultra.
So, die Schicht an meinem Geburtstag ist jetzt schon mal erledigt. Das war ein gutes Entgegenkommen, alles super. Jetzt werde ich Lara abholen, dann werden wir erstmal noch einen Kaffee trinken und dann wird der Tag genossen. Das Wichtigste ist wieder angekommen, und zwar die Proteine, Flexpresso und Isoclear. Das muss sein. So, hier ist jetzt sogar noch die Masterarbeit, Master Thesis, so, von Lara. Und das einfach mit einer 1. Eine Masterarbeit mit einer 1,0. Egal, wer von euch da eine Masterarbeit vor sich hat, zweifelt nicht an euch. Macht einfach, macht das, was ihr einfach könnt. Ja, stellt euch nicht blöd oder erkundigt euch, ich weiß nicht, was auch immer. Lara ist zum Beispiel immer in die Uni gefahren. Das ist auch so eine Sache, die eben mit einer 1%-artigen Methode zu tun hat, nämlich sich einen Ort oder jeweiligen Raum so aufzuteilen, dass man dort nur die eine Sache macht. Ihr fahrt, wie Lara es gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, weil in der Wohnung war zu viel Ablenkung, grundsätzlich auch von den Tätigkeiten und so, ihr fahrt einfach direkt in die Uni, wenn ihr könnt, oder in die Bücherei. Und da arbeitet ihr für 3, 4, 5 Stunden, solange es euch packt, solange ihr Inspiration habt und motiviert seid, quasi, ja. Und dann fahrt ihr wieder zurück, wie wenn man von der Arbeit zurückfährt und hört auf. Und genau so schreibt man eine 1,0. Haben wir Fischer. Es sieht aus wie ein Buch. Get it done! Das ist dann das nächste, was in den Vlog mit eingeführt wird, nachdem ich die anderen Kapitel durch habe. Das sind Bananenmuffins. Das erstmal schön mit dem Flexpresso. Und so ist man wieder, hat man eine kleine Mahlzeit. Plus ein paar Proteine, also alles top. Ich habe mir wieder die nächste Realisierungsintention gesetzt und das, wie gesagt, mache ich ja auch jeden Tag. Man muss sich nur immer überlegen, wann passt es für mich wie. Ja, man kann ja auch erstmal harmlos anfangen. Hauptsache, man kommt in die Routine, immer das, was man sich vornimmt, zeitlich auch durchzuziehen und sich nicht zu fragen, habe ich darauf Lust, möchte ich das machen, ist egal, in welchem Bereich.